Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video von PG2 in der technischen Informatik hier an der OTH Regensburg. Und ich zeige hier in diesem Video, wie man sich Windows 7 und Windows 8 und Visual Studio besorgen kann über die OTH-Seite. Wie man sieht, ich bin hier ganz normal auf hsregensburg.de. Ich kann dann auf Studierende klicken. Dann finde ich rechts unten bei IT Rechenzentrum und Ausstattung Anleitung und Support. Und hier findet man den Eintrag Software. Und hier ist unter anderem Microsoft DreamSpark aufgeführt. Und DreamSpark ist eben das Akademiker- und Studentenprogramm von Microsoft, über das man kostenlos Software bekommt. Also hier ist bloß noch ein Auszug von dem, was man sich holen kann. Dann geht man hier auf den Webshop und wird dann auf eine Seite weitergeleitet. Hier findet man dann verschiedene Kategorien, was wir haben möchten. Wer zurzeit noch auf Linux oder Mac OS X unterwegs ist, der sollte sich ein, oder vielleicht auch auf Windows Vista noch, sollte es sowas auch noch geben, dann kann man sich hier Windows 7 oder Windows 8 oder Windows 8.1, je nachdem, was man haben möchte, runterladen. Und ja, ich kann ja einfach mal hier draufklicken. Also wenn wir Windows 8.1 nehmen, dann bekommen wir hier einen Übersichtsscreen und wir würden dann hier eben Windows 8.1 in der deutschen oder ich würde ja eher die englische Variante bevorzugen, hier auswählen. Ich lege mir das Ganze in den Warenkorb und müsste mich dann eben anmelden. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mir hier, also ich habe es mir schon über DreamSpark geholt, deswegen kann ich es nicht nochmal runterladen, aber ich könnte dann hier eben letztendlich dieses Produkt für 0 Euro erwerben. So, und wenn ich das gemacht habe, mal auch mal hier sehen. Hier nehmen wir mal beispielsweise diese Variante. Dann bekommt man eben hier so eine Übersicht angezeigt und kann sich dann unter Download starten eben die entsprechenden Dateien runterladen. Das ist nur eine kleine Datei. Letztendlich wird es über den sogenannten Microsoft Download Manager dann runtergeladen. Aber das Programm selbst ist auch bloß ein paar Kilobyte hoch. Genau, so kann man sich Windows 8 holen. Das gleiche geht genauso für Visual Studio. Also ich schaue hier auf Entwickler-Tools und finde dann hier Microsoft Visual Studio 2013. Die Variante würde ich auch empfehlen. Und hier findet man einige. Und die wichtigste, oder die, die ich nehmen würde, wenn man schon mal damit arbeiten kann, kostenfrei, würde ich die Ultimate-Variante empfehlen, hier unten auch jeweils in Deutsch oder Englisch. Ich würde, wie gesagt, Englisch empfehlen, da ein guter Programmierer einfach Englisch können muss. Wer aber sagt, ich habe mit der Sprache noch Probleme, der kann natürlich auch die Deutsche nehmen. Ich werde in der Vorlesung alle Fachbegriffe in beiden Sprachen nennen. Okay, wenn man das runtergeladen hat, dann einfach das Betriebssystem installieren, also da ist nicht viel dabei und noch weniger ist dabei bei Visual Studio. Und also wirklich bloß die Standardinstallation durchführen und das zum ersten Mal starten und die C-Sharp Entwicklungsumgebung auswählen und dann sieht das Ganze so aus. Also hier sieht man jetzt den Startbildschirm von Visual Studio und mit dem werden wir uns dann in nächster Zeit noch etwas genauer beschäftigen und insbesondere auch, wie man Projekte und sogenannte Solutions in Visual Studio verwaltet. Okay, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Video.